Hallo und herzlich willkommen bei Sammlerwelten. Heute bei der Vorstellung einer weiteren Diorama-Platte. Kann man das Diorama-Platte nennen? Auf jeden Fall Lego-Diorama-Platte. Nennen wir es einfach so. Diesmal eine, die ich auch ziemlich cool finde. Die fällt schon fast auseinander, die ist gut befestigt. Das ist eine typische, wo das aus dem Bild wirklich richtig rausgeht, die Figur. Das finde ich, das macht das so perfekt. Man kann es in die Vitrine stellen und es sieht einfach gut aus, finde ich. Also, im Prinzip ist die Figur schwebend, die schwebt auf einen so einer Noppe, fällt aber halt gar nicht auf, so weiter, wenn man guckt hier, das fällt wirklich nicht so auf. Dann, der Typ hat halt gewonnen, ein Kampf, ein Duell, hält schon seinen Pokal in der Hand und steht halt, wie man das kennt, auf dem Brustkorb. In diesem Fall irgendwie halb eher auf dem Arm, aber es macht schon deutlich, dass er gewonnen hat. Besser kann man das auch nicht machen, dass er wirklich da drauf steht. Das sieht dann auch nicht mehr gut aus. Dieses Diorama sieht ziemlich cool aus und ich glaube, das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.